Und damit, wohaha, hupsala, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Eurotruck Simulator 2. Wir sind unterwegs nach Zürich und sind jetzt gleich dann bei München vorbei, oder? Ja, genau. Ja, wir fahren, ich glaube, Gabelstapler. Ja, richtig, Gabelstapler mit 14 Tonnen. In der letzten Episode haben wir, ich glaube, 1000 Liter getankt oder so. Nee. Oder so. Ja, wie auch immer. Wir haben aktuell noch keinen Schaden beim LKW, zum Glück. Ja. 318 Kilometer noch vor uns, das dürfte sich in dieser Folge ausgehen. Und da passt das so, ne? Und jetzt schau, dass du nach weiterkommst mit deinem Auto. So ein bisschen mehr bremsen müssen. Weil der mit seinem BMW da, naja, langsam, zu langsam fährt für uns, sonst hätten wir da jetzt relativ zügig hochkommen können. Gib Gas, Junge. So, sonst geben wir Gas. Tja, da gibt er jetzt auch Gas. Etwas spät, aber doch. Radarkontrolle. Ui, 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 dann dürfen wir nur 90 fahren. Da fahren wir gerade weiter, soweit ich das sehe. Ja. Ah, da. Nee, da war das Radargerät nicht da. Anscheinend doch. Okay. Dann geben wir Gas. Ich will ja hier weiterkommen. Ja, im Gegensatz zur letzten Folge habe ich immer noch kein Thema vorbereitet, außer was ich vorher schon erzählt habe, eben, dass ich mir alle Teile von Star Wars anschauen werde. Ich könnte ein bisschen über Breaking Bad quatschen, das ist ja aktuell meine Lieblingsserie nach Doctor Who. Und den ganzen anderen, was ich für Scheiß anschaue. Ich muss zugeben, Breaking Bad, ich dachte immer, na, wird sicher nicht so meine favorisierte Serie sein. Doch, ich muss zugeben, die hat mich dann doch sehr beeindruckt. Ich bin noch, hoppsala, noch nicht fertig mit der Serie. Ich glaube, in der Mitte der dritten Staffel bin ich jetzt. Glücklicherweise hat mein Arbeitskollege alle Staffeln ausgeborgt. Und ja, ich bin also wirklich ja, durchaus überrascht, positiv überrascht natürlich, wie cool die eigentlich ist. Der Hauptdarsteller, der Heisenberg, beziehungsweise der Walter White, wird ja von Malcolm mittendrin Schauspieler, ich glaube Brian Carsten heißt der, gespielt. Also der, der in Malcolm mittendrin den Hell gespielt hat, als den Vater von Malcolm. Man erkennt ihn teilweise durchaus, dass es er ist, aber die Charaktere haben eigentlich genau gar nichts miteinander zu tun, soll auch so sein. Das sind ja zwei komplett verschiedene Serien. Aber wie gesagt, da Breaking Bad auf jeden Fall eine Serie, die es verdient hat, erfolgreich gewesen zu sein und erfolgreich ist, vor allem auch wenn sie schon abgeschlossen ist, hat eigentlich für mich einen neuen Standard für amerikanische Serien gesetzt. Ob sich andere dann dran halten, weiß ich noch nicht. Eben von Charakterentwicklung und so weiter her. Also da kann sich viele andere Serien ein Scheibchen abschneiden, wie es so schön heißt. Hat mich echt ein bisschen vom Hocker gehauen. Gut. So viel dazu und jetzt sind wir noch immer nicht am Ziel, leider. Jetzt habe ich 5 Minuten, ja, ein bisschen gequatscht. Am meisten quatschen wir hier darüber, dass ich eigentlich nichts zu quatschen habe, ne? Aber was auch sonst. Hm.
Stimmt, das Computerkraftprogramm, das ich in einer der nächsten Wochen Minecraft-Folgen zeigen werde, ist immer noch nicht fertig. Nur damit ihr schon mal wisst, falls ihr dann nächste Woche die Die of 20 Modpack-Folgen seht. Ich bin noch leider noch nicht dazu gekommen, da weiter zu basteln. Aber es wird früher oder später dann in den Computercraft-Forum erscheinen, damit es dann auch jeder benutzen kann. Ich werde es auch auf GitHub stellen. Nur muss ich dazu die Zeit erstmal haben, das fertigzustellen. Eventuell habe ich morgen die Zeit dazu, ich weiß es noch nicht. Ach so, wartet, wenn diese Folge kommt, dann hat ihr die Die of 20 Folgen ja schon gesehen, rein theoretisch. Die wären vor dieser gewesen, ja. Ja, wie auch immer. Scheiße, das war das Gas. Das war das falsche Pedal leider. So. Würdest du bitte weiterfahren? Mir reicht's, dass ich Schaden habe. Das wird sich nicht ausgehen. Oder doch? Oh mein Gott. Und der Anhänger wird sich... ja, nicht ausgehen. Das war ja klar. Na gut. LKW natürlich wieder sehr zerstört. Mann. Was kommt davon, wenn man den Tempomat einschaltet und den Fuß dann von den Pedalen nimmt, also komplett weg tut. Scheiße. Na gut, mit 7% kann ich leben. Dann habe ich wenigstens einen Grund zur Werkstatt zu fahren. Dann kann man auch gleich den Motor wieder upgraden. Ne? 170 Kilometer noch zum Zielort. Ist noch ein Stück. Wir haben aber auch noch fast 13 Minuten Zeit, dorthin zu kommen. Das dürfte sich schon ausgehen. Wäre nämlich blöd, wenn nicht. Na gut. Ja, mal wieder einen LKW-zerstörerischen Moment gehabt. Dabei fahre ich doch gar nicht so. Naja, gut. Ich hätte vielleicht auch auf das richtige Pedal steigen sollen, dann wäre sich das auch ausgegangen. Wenn ich auf die Bremse gestiegen wäre und nicht aufs Gas. Gerade jetzt auch mit der Retarder müsste das locker drinnen gewesen sein, aber gut. Hilft ja nichts. Ist halt jetzt so, ne? Der soll ein bisschen Gas geben da vorne. So, damit ich hier aufblenden kann, damit ich auch was sehe. Damit sowas nicht doch mal passiert. Aber wenn das nicht passiert, dann habt ihr ja gar nichts Witziges hier. Oh, ist das die Schweizer Grenze, die ich hier sehe? Ich glaube fast. Geschwindigkeitsüberschreitung, ja, leck mich. Ach so, nee, wir sind hier in Österreich. Stimmt, ja. Wir haben ja nur über München abgekürzt, sag ich jetzt mal. Wo sind wir denn eigentlich schon? Aha, das heißt ja noch in Österreich, ja. Ist eine lustige Bergstraße. Hier auf Zürich rüber haben wir nicht so wirklich mehr ein paar Kurven drinnen, oder? Oh, Autohändler. Auch gut zu wissen. Also, LKW-Händler. Das habe ich ja auch schon angeschnitten in einer der Folgen, dass cool wäre, wenn man ein Auto kaufen könnte. Der dürfte ruhig auch 120.000 kosten, hätte ich kein Problem damit. Was? Ich fahre doch nur 90. Ja, ich weiß, es ist nur Tempo 80. Und da werde ich jetzt sowieso mit der Hand bremsen, denn wer weiß, wie da oben das aussieht. Sehr schön. 10 Minuten haben wir noch. 100 Kilometer circa noch.
komme, dann wird einer kommen. Tempo 70, ja sicher. Tempo 50, echt jetzt? Schweiz, wir sind in der Schweiz, sehr schön. Ich wollte nur sicher gehen, dass keiner kommt. Euer Automatik, du könntest eventuell zurückschalten. Ja, eventuell nochmal und das ist ja noch leichter. Wenigstens darf man hier 80 fahren, das heißt, wir stellen den Tempo mal auf 90 ein. Das ist ja nicht die Autobahn, da wird man ihn auf 100 einstellen. Hallo, Mr. Kollege. So, da vorne ist Autobahn, kann das sein? Ab hier so, hm? Ja, immer noch Tempo 80. Leider. Aber wir wissen ja, was für eine Bremsstrecke der LKW hat, der ist nämlich ewig lang. Eine Shell-Tankstelle hier. Und nein, ich bekomme kein Geld für Product Placement. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, ne? Gut, 70 Kilometer noch, 10 Minuten, 8 Minuten fast noch Zeit. Das dürfte sich ausgehen. Oh, der Casimires hat uns mal fast einen Tausender gebracht, ist ja wahnsinnig. Wird ja schon Zeit. Immerhin hat er fast eine fünfmal so hohe Qualität wie unser anderer Fahrer. Uiuiui, eine Baustelle. Ja, ja. Ich weiß, dass ich zu schnell fahre. 50 Kilometer noch. Sind wir eh gleich da. Da vorne anscheinend noch gerade weiter. Ah, da vorne fährt einer. Smart Blenden hilft alles nichts. Kann die Strecke noch so frei sein? Zürich und Bern geht's da. Aha. Rechts geht's nach Stuttgart hoch. Auch gut zu wissen. 28 Kilometer noch. Da sind wir ja wirklich gleich da. Langsam werde ich ja in echt, in real life ein wenig müde. Gut, ich bin auch schon seit 6 Uhr wach und mittlerweile ist es 8 Uhr am Abend, also über 12 Stunden schon. Gut, ist aber eh normal bei mir. Ausfahrt, aha. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass das eine Ausfahrt ist. Ich lasse ihn mal hier rollen, ohne Gas zu geben. Jetzt geben wir wieder Gas. Richtung Zürich. 5,5 Minuten hier noch Zeit in dieser Folge. Kilometer noch, ja, du hast, da können wir noch den LKW reparieren, sofern wir einen Reparateur finden hier in Zürich. Muss ja keiner geben, so ist es ja nicht. Erster Aufenthalt in Zürich, ja, auf das wäre auch gekommen. Wenn wir schon das erste Mal sind, müssen wir nicht gleich eine Geschwindigkeitsübertretung machen. Nicht unbedingt halt, ne?
Ja, da vorne ist ein Repariergeschäft, wie man sieht. Und seit ich das sehe, müssen wir links wegfahren. Können wir jetzt schon mal die Spur wechseln. Schön gemütlich. Können wir ein bisschen Gas geben zwischendurch hier. Den Tempomat ist ja das relativ angenehm. Seite halt zu kontrollieren ist mit Knopfdrücken, ne? Und da wird es natürlich genau jetzt rot. Na toll. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ach, na toll. Ich sehe die Ampel nicht, aber ich denke, sie ist grün. Verwinkelt hier. Ah, das war schon sehr dunkles Grün. Hat aber zum Glück keiner gesehen, dass das Grün schon sehr dunkel war. Dann lassen wir ihn natürlich automatisch einpacken. Gute Arbeit, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Uiuiui. So. Dann fahren wir, denn wir müssen den LKW reparieren, ne? Fahren wir gleich da rechts raus und nehmen den Händler oder die Jobagentur mit. Jobagentur, okay. Na gut, den Händler können wir uns gleich mal holen, wenn es wirklich ist. Zuerst reparieren wir den LKW. Jetzt ist Tag der roten Ampel anscheinend. Die gleich grün werden. Bevor du da bist, bin ich hier schon längst abgebogen. So, also erstmal warten lassen. Uiuiuiui. Da haben wir schon billiger gewartet. So, ach so, ich habe doch den stärksten eingebaut. Ja, gut. Dann können wir da nichts upgraden. Ah, wir könnten. Da ein bisschen upgraden. Nee, 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 nee. Und da eventuell ein paar Lichter drauf haben. Ein bisschen Lärm hauen wir da drauf. Ein bisschen Lärm, das geht immer. Gut. Und dann da. Vielleicht zwei solche. Und zwei solche. Sehr schön. Aha, gut, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann.